Hallo. Spiel pausiert. Ken Qualla. Genau, die da meinte ich. Was ist das? Hä? Kada, was ist das? Das sind Geister und Ken Qualla und Streckbänke und alles Mögliche. Alof, du benutzt am besten mal Trank des Duplikats. Und jetzt müssen erstmal die Quengallas weg, weil die können leben. So, und jetzt kann der ganze Rest weg. Nein, ich will die Todeslanze, bitte. So. Es ist noch der Schleim und ein Geist übrig. Ah, das hat schon gut wehgetan. So. Hallo. Hallo. Der Schädel wird mit einer gequälten Grimasse nach hinten geworfen, okay. Blaskon. Kochender Sprühnebel. Warum nicht? Hat jemand Blaskon bei sich? Nö, dann geht das da rein. Okay. Schriftrolle der Lähmung. Gefäßfleisch und Knochen. Noch mehr Gefäßfleisch und Knochen. Noch ein bisschen davon. Und du wirst mir lila angezeigt, obwohl ich dich gar nicht benutzen kann. So bringst du mir auch nichts. Nice and quiet. Du bist ein komischer Sarkophag, okay. Wobei du bist kein Sarkophag, du bist eine eiserne Jungfrau. Da hinten sind zwei Vitrax und eine Spinne. Und hier ist leider kein Durchgang mehr. Nur Geld. Okay. Die beiden Vitrax könnten ein Problem darstellen. Zumal unsere Gruppe wieder ziemlich gut angeschlagen ist und wir demnächst rasten sollten. Okay, die zwei Vitrax scheinen nicht ganz so heftig zu sein. Okay, Vitrax-Hirn. Sehr schön. Und das Heulen hat aufgehört. Das heißt, das war der einzige Raum mit Geistern. Das hier könnte eine Gefängniszelle gewesen sein. Auf jeden Fall, okay, so viel zum Heulen. Ich höre immer noch Banshees heulen. Nein, nicht schneller, ich wollte auf die Karte gucken. Hier ist nämlich noch ganz schön viel Zeug, was wir nicht aufgedeckt haben. Ah, nochmal eine Spinne. Und eine Falle. Und Vitrax. Oh, au. Zurückfallen lassen. Ah!
Und alle auf den V-Truck. Am besten bombardiert alle auf ihn. Hm, der nimmt sogar ganz schön guten Schaden durch meine. So. Wow. Ist machbar, aber ist nicht gerade einfach machbar, muss ich sagen. Finished. Slowly now. Okay, noch eine Falle. Und hier ist einer der typischen Durchgänge, die man mal wieder nicht sieht. Ah. Sehr gut. Zerbrochene Klinge. Ah, da ist ja das letzte Teil, oder? Ich habe beide Hälften der zerbrochenen Klinge gefunden. Ja. Sehr schön. Das heißt, wir haben die zerbrochenen Klingen, die zerbrochene Klinge und den Heft. Warte, was war noch mal genau der Heft? War das der gesamte Griff oder? Ja. Schwertheft. Zerbrochene Klinge. Zerbrochene Klinge. Genau, das ist das untere Stück der Klinge. Also hier sieht man, dass hier ein Teil der Klinge fehlt und hier unten ist das Stück, was bei dem Schwertheft steckt normalerweise. Und das hier muss das Schwertheft selber sein. Wobei, das sieht gerade andersrum aus. Das hier steckt bei dem Schwertheft und das ist die Klinge. Ja, und das ist der Rest der Klinge. Ja, ich glaube, dann haben wir alle Teile. Ist doch schon mal gut. Auf jeden Fall müssen wir wahrscheinlich, wenn wir hier gerastet haben und wir da oben sind, mal eine Rastration irgendwo kaufen. Hier drin heult was? Ja, hier drin sind Geister. Oh, viele Geister mal wieder. Erstmal wie immer auf die da losgehen. Denn die nervt nur so. Alle auf den, noch mal so ein. So, und jetzt können wir uns um die restlichen Geister kümmern. So. Right. Ihr habt ein Skelett bewacht. Und ansonsten ist hier nichts. Gut. Gut, gut. Oh je. Waldkäfer, ein V-Truck. Okay, viele V-Trucks. Das ist nicht so schön. Trink erstmal wieder ein Duplikat des Zauberers. Oh. Du trinkst einen Trank der Macht. Du hast böse Zauber, die du gegen V-Trucks einsetzen kannst normalerweise. Ja, der V-Truck ist fast tot. Dann mach ihn bitte bald tot. So, Edda, hilf mal hier mit. So. Oh, da ist noch ein V-Truck, okay. Edris können wir ignorieren. Auch wenn der gerade Kanne umgehauen hat. Ah. Gut. Sind alle wieder bei Sinn. Auch gut. Hier wäre eine Tür, wo wir durchgehen könnten. Erstmal sammeln wir aber alles auf.
Und ich glaube, wir gucken uns hier oben fertig um, rasten hier dann. Die Dornen sehen scharf genug aus, um Knochen spalten zu können. Okay, da will ich nicht reinspringen. I shall be quiet as a calm sea. Mal kurz einen Quicksave machen. Und ja, es sind alle gelb jetzt mittlerweile. Das heißt, wir sollten wirklich einmal rasten dann. Schatten? Schatten und Pefke? Und mein Pefka, okay. Durenz, gib uns mal heilige Macht. Und ihr alle auf die Vempefka. So. Geringe Erdkeule. Oh, der Adrakäfer, der ist gefährlich. Die Schatten, die waren mal gefährlich, sind sie aber auch nicht mehr. So, Dankeschön. Vielleicht gibt es hier ja wieder einen Hochgang. Da bräuchten wir nämlich gar nicht hier unten rasten. Steigkäfer, Grünschleier. Oh, viel zu viele Käfer. Du machst da mal wieder dein Feuerschild. Sicher ist sicher. Und jetzt werde ich erstmal den Schleim los, der euch angreift. Danach kannst du die hier mal abfeuern. So. Aber das hier scheint nur eine natürliche Höhle zu sein. Oh, ein Palegina hat kaum noch Lebenspunkte. Wird aber gerade noch so reichen, oder? Hoffe ich mal, ja. Okay, für den Kampf hat es gerade noch so gereicht. Außergewöhnlicher Zweihänder. Ja. Das war's. Das war das große Rätsel hier. Okay. Das heißt, in diese Ebene gibt es leider keine Treppe hoch, was auch ein bisschen imbar wäre, wenn jetzt zwei Ebenen hintereinander eine Treppe gäbe. Aber damit wäre Ebene 9 auch schon mal geklärt. Das heißt, wir haben jetzt Ebene 10 als nächstes und dann noch die letzten 5. Also einmal rasten. Unseren Rastbonus haben wir noch mal. Den werden wir dann auffrischen, sobald wir das nächste Mal nach oben kommen. Wir können jetzt eh nicht mehr rasten. So, gehen wir mal auf die nächste Ebene. Wir hoffen das Beste. Oh, okay. Nice and quiet. Pfade von Ort Nur, Stufe 10. Ziemlich viele Schatten. Au. Das tut Hakim ganz schön weh. Wo steht Hakim eigentlich? Da. Autsch. Ich hätte ihn früher zurückziehen sollen, ne?